das ist auch so eine Grundprämisse so der letzten 2-3 Jahre von mir, dass ich versuche, so viel wie möglich auf eine Ernährung aus der normalen Ernährung herauszuziehen. Ne? Und deswegen gibt es jetzt auch spätestens alle 2 Wochen Leber bei uns im Haushalt. Ich super. Ja, ist halt was wir, da haben wir uns normalerweise draufgestürzt. Ja? Wir haben uns, wenn wir gejagt haben und haben das Vieh erledigt, wurde die Leber, die wurde roh direkt beim Auseinandernehmen. Es wird ja dann in aller Ruhe das Vieh auseinandergenommen von wildlebenden Völkern. Und da wird die Leber gegessen, wird ein bisschen was aufgehoben für die Frauen, weil die brauchen das auch, das weiß man. Die sind ja, wie gesagt, was das angeht, sind die ja viel intelligenter oder als wir. Die haben halt noch das alte Wissen oder das einfach überliefert. Und die Männer haben essen das live sozusagen am Jagdort. Ja, man hat das irgendwie schon im Gefühl gehabt, dass das so das nährstoffreichste oder die nährstoffreichste Nahrung eigentlich ist, ne? Vom ganzen Tier. Irgendwie hat man das, ist ja heute auch immer noch so. Man hat so ein Gefühl, immer irgendwie so vielleicht was zu essen. Nicht, wenn ich ein Craving habe auf einen Donut, dann ist es wahrscheinlich nicht das Richtige. Da muss man aufpassen, genau. Aber wenn ich so, ja, irgendwie heute fühle ich mich, Leber in meinen Frühstücksmoothie zu geben. Gefrorene Leber, klein, dann rein in Smoothie. Ist super nährstoffreich. Und aber eine Sache noch, weil nicht jeder isst ja Leber, oder es gibt ja auch Vegetarier und Veganer, und deswegen muss man, denke ich, schon noch an Supplementieren denken. Da sagst du auf jeden Fall, okay, Cholin in welcher Form auch immer, oder dann eben Lecithin. Genau, es gibt auch Bio-Sonnenblumen-Lecithin zum Beispiel. Na, das wirkt auch gut. Und wie gesagt, das verhindert verschiedenste Sachen. Das ist für die Zellwände dann wichtig, und das ist für die Zellwände wichtig, das ist für die Leber wichtig auch zum Bilden von LDL und den Cholesterintransportproteinen braucht die Leber auch Cholin beziehungsweise Phosphatidylcholin. Und das wird alles, wie gesagt, durch PEMT hergestellt, und das läuft bei mir zum Beispiel nur auf ungefähr die Hälfte der Geschwindigkeit, und das ist bei vielen anderen halt Kaukasiern ist das auch der Fall. Ne? Hat man das nicht, dann muss man da nicht so ein Augenmerk drauf haben. Dann kann man auch mal CK-Gesamt, wie gesagt, der Wert kostet nicht viel, kann man mal kontrollieren, der wird aber dann wahrscheinlich gut sein. Bei Leistungssport sieht es schon wieder anders aus, weil da der Bedarf halt einfach wesentlich höher geht durch den Leistungssport. Da wird es vielleicht dann auch für die interessant, aber mit langsamem PEMT umso mehr. Ne? Und ansonsten hat man plötzlich Fatty Liver Disease, ohne dass man jetzt Coca-Cola die ganze Zeit trinkt oder so. Dadurch kommt das automatisch. Aber solche Sachen kann man halt dann vorbeugen, oder Gallenprobleme allgemein jeglicher Art vorbeugen, indem man das supplementiert. Das finde ich ist ein Geschenk, Wahnsinn, dass man das rausfinden kann, genau in diesem, und zwar relativ günstig. Fast 50% ist natürlich eine massive Einschränkung, und dann sind wir wieder bei der Epigenetik. Wenn ich irgendwo in den Bergen lebe, ich habe kein Handy und bin nicht bestrahlt und baue mein eigenes Essen an, habe gar nicht so einen hohen Bedarf an diesen ganzen Sachen, okay, dann wird sich's vielleicht gar nicht irgendwie, dann kommt es nicht zum Tragen. Aber wenn wir viel arbeiten, wenn wir viel Stress haben und wenn es eben gebraucht wird, dann kommt die Genetik halt doch immer mehr zum Tragen, und dann muss ich natürlich gucken, und wenn ich dann die Information habe, dann ist es natürlich super wertvoll, wie du sagst. Ja. Das ist auf jeden Fall spannend, das PEMT. Jetzt hast du aber auch noch die Glutathion-S-Transferase Snips erwähnt, und das habe ich natürlich heute auch auf dem Schirm. Da du ja so biochemisch dich auch eher stark interessierst oder da so weit drin bist. Bevor wir da uns vielleicht jetzt über die Snips unterhalten, Robert, kannst du uns mal so einen kurzen Abriss geben über diesen Glutathion-Stoffwechsel, jetzt nicht im Detail, aber Glutathion ist ja ein Tripeptid, also wir brauchen schon mal 3 Aminosäuren, damit es gebildet wird. Und wie funktioniert das Ganze dann auch mit der Entgiftung beziehungsweise als Antioxidant? Vielleicht kannst du das mal so ein bisschen grob umschreiben für uns. Ja, wie du schon sagtest, für Glutathion braucht man 3 Aminosäuren. Aminosäuren sind die Basisbausteine aller Eiweiße. Wir können sie als Menschen wir können die Basisaminosäuren gar nicht herstellen. Die müssen wir über die Nahrung beziehen. Punkt. Wir können, und das ist was,
was man in der Schule gelehrt bekommen sollte. Ne? Wir können nicht aus Fetten oder aus Kohlenhydraten, das war mir, ne, das klingt so selbstverständlich, wenn man das weiß, aber der Mensch ist nicht in der Lage, das umzuwandeln. Das kann er nicht. Ja? Und wenn er die nicht bekommt, hat er einen Mangel und irgendwann einen massiven Mangel. Der Mensch ist auch ein Spezialkonstrukt, Sachen auszugleichen, zu kompensieren. Je älter man wird, desto schlechter kann das. Das kann man auch feststellen. Also mit 20 wird unheimlich viel noch kompensiert, besser kompensiert als jetzt, wo man 50 ist, merkt man das. Das geht nicht mehr so gut. Okay, wir brauchen 3 Aminosäuren. Wir brauchen Glutamin, wir brauchen Glycin und wir brauchen Cystein. Cystein ist in aller Regel die Aminosäure, die jetzt nicht im Mangel ist, aber die am niedrigsten ist und die wir auch am wenigsten zu uns nehmen. Eine gute Cysteinversorgung ist zum Beispiel Ei. Deswegen riecht's auch. Cystein ist nämlich das, wo der Schwefel drin ist, wo der Schwefelgeruch herkommt. Das ist Cystein. Knoblauch hat das, Zwiebel hat das. Also das findet man sogar unter den Veggies. Aber Cystein hat man hat man eine gute, auch über Leber wieder, sind wir wieder bei Leber. Ja, und viele vertragen es auch nicht. Also viele vertragen keinen Knoblauch, viele vertragen keine Zwiebel. Das sind dann die Unverträglichkeiten gegenüber Schwefel. Und das sind wahrscheinlich auch die Menschen, die eher wahrscheinlich mit einem Cysteinmangel zu kämpfen haben. Deswegen wahrscheinlich auch eher das Glutathion.